Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um GTA Online, denn heute zeige ich euch einen Giftgas to Friends mit Solo verglitschen, Leute. Wie geil ist das denn, Leute? Und weil dieser Glitch so geil ist, würde ich euch jetzt schon mal mit einem fetten Like fürs Video dort lassen. Und außerdem, Leute, für die, die ich überhaupt gar nicht kenne, abonniert mich, sonst verpasst ihr die krassesten Glitches in GTA Online. Aber ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch, Leute? Für diesen Glitch, klar, braucht ihr einen Bunker inklusive MOC. Im dritten Abteil, Leute, des MOCs braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und im Lager für persönliche Fahrzeuge braucht ihr ein Fahrzeug, was ihr für diesen Glitch verlieren könnt. Also zum Beispiel einen kostenlosen LLG, einen Faccio-Roller oder wie ich hier im Video, ein kostenloses Stock-Car-Auto. Außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch auch noch die LSK-Mitgliedschaft, da ihr hier die Teststrecke benutzen müsst. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen Nachtclub oder, Leute, oder Arena. Egal, was ihr benutzt, es geht beides. Auf jeden Fall braucht ihr eins in diesen Gebäuden, mindestens auch ein Fahrzeug, was ihr für diesen Glitch aber nicht verlieren werdet, sprich irgendein persönliches Fahrzeug braucht ihr da drinne. Und außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch auch noch den RC Bandito bzw. den RC Tank. Ganz wichtig. Und zu guter Letzt, Leute, ganz klar, braucht ihr natürlich trotzdem noch einen Freund, denn euer Freund hat optimalerweise das Fahrzeug, was ihr gerne haben möchtet. In diesem Video zeige ich das mit den Yoga Custom. Also Leute, habt ihr alles? Sehr gut, das bedeutet, wir können mit dem Glitch anfangen. Als erstes, Leute, seid ihr mit eurem Freund in irgendeiner Sitzung. In meinem Fall bin ich jetzt hier einfach in einer Freundessitzung, denn ihr müsst jetzt erstmal zu LSK Meet. Seid jetzt bei LSK Meet angekommen, Leute, rufen wir jetzt erstmal Simeon oder Geralt an, denn wir fordern einen Job an. So, in meinem Fall habe ich jetzt hier den Job von Geralt. Habt ihr diesen Job, Leute, geht es zu Fuß in LSK Meet rein. Seit dem LSK Meet angekommen, Leute, müssen wir jetzt zu den Fahrzeugen, die wir testen können, also sprich ganz nah an der Teststrecke. Seid jetzt angekommen, Leute, werdet ihr merken, wenn wir jetzt da hingehen, habt ihr die Option einmal Dreieck, um halt zu testen, und Viereck, um zu kaufen. So, aber bevor wir hier irgendwas machen, Leute, kontrollieren wir hier nochmal, ob wir diesen Job von Geralt erstmal noch haben. Und ganz wichtig, Leute, dass es auch der einzige Job ist, den wir in der Jobliste haben. Falls noch irgendwelche andere Jobs in der Jobliste sind, löscht die bitte, damit wir es später einfacher haben. Sehr gut, in meinem Fall war alles okay, deswegen drücken wir jetzt hier auf Dreieck, um zu testen, und jetzt gehen wir hier ganz wichtig auf alleine beitreten. Und während der Animation, Leute, holt jetzt euer Handy wieder raus, geht auf Jobliste und geht auf den Geralt-Job. Aber noch nicht starten, Leute, noch nicht starten, denn wir starten den Job erst, wenn das Auto über die orangene Linie gefahren ist, also jetzt. So. Jetzt laden wir in den Job rein und ihr werdet merken, das ist schon ziemlich buggy. Aber so soll es ja auch sein, Leute. Denn sind wir jetzt im Job angekommen, gehen wir jetzt wieder raus. Aber Leute, sobald ihr spawnt, startet ihr den Job erneut. Also sofort wieder übers Handy den Job starten. So, sprich, ich spawne, ich starte den Job übers Handy und drücke danach die Optionstaste, damit sich das Optionsmenü öffnet. Generell sollte es jetzt so aussehen wie bei mir, Leute. Ne, ihr habt das Optionsmenü offen, ihr seid nicht in den Job geladen und ihr seht auch meistens euer Auto im Hintergrund, was ihr gerade testet. Jetzt geht jetzt auf Online, geht es hier auf Charcards kaufen. Ihr seid jetzt in diesem Menü drin von Charcards. Jetzt drückt ihr einmal, nur einmal, Leute, drückt jetzt Kreis. Jetzt seht ihr jetzt wieder euer Fahrzeug, mehr oder weniger. Und wenn jetzt alles funktioniert hat, Leute, müsstet ihr jetzt fahren können mit dem Fahrzeug. Das bedeutet, ihr fahrt jetzt einfach rückwärts die Rampe wieder hoch, also sprich zum Ausgang der Teststrecke. Und ihr werdet merken, Leute, dass sich euer Optionsmenü schließen wird, sobald ihr im Ausgang der Teststrecke seid und ihr automatisch in den Job geladen werdet. Falls das bei euch nicht passiert, obwohl die Rampe hochgefahren seid, dann drückt nochmal Kreis, dann schließt sich das Optionsmenü und dann passiert das gleiche auch bei euch, falls das bei euch der Fall ist. Seid ihr jetzt im Jobmenü angekommen, Leute, gehen wir jetzt einfach wieder raus. Und jetzt werden wir wieder im LSK Meet gespawnt. Aber Leute, das große Aber, wir haben keine Minimap mehr. Und daran merken wir, okay, die Hälfte des Verglitchens haben wir jetzt geschafft. Sehr schön. Das bedeutet, ihr könnt euch jetzt auf den Weg zu eurer Arena oder Nachtclub machen. Aber ganz wichtig, Leute, wenn ihr bei irgendeinem Schritt bei diesem Glitch irgendwie einen Fehler gemacht habt oder es nicht geschafft habt oder sonst irgendwas, dann ganz wichtig, geht aus dem LSK Meet raus und wieder rein und versucht dann erneut. Dann sollte es auch wieder funktionieren. Ganz wichtig. So Leute, seid ihr zu eurem Arena oder Nachtclub gekommen, müssen wir als erstes ein Fahrzeug bestellen, was aus diesem Gebäude kommt. Das bedeutet zum Beispiel Nachtclub aus der B2-Garage oder sowas.
So, in meinem Fall bin ich jetzt hier vor der Arena und das Fahrzeug ist schon zufälligerweise das Fahrzeug, was aus der Arena stammt. Deswegen brauche ich jetzt hier nicht den Mechaniker anzurufen. Habt ihr jetzt ein Fahrzeug, was aus dem Gebäude kommt, steigt ihr ein und fahrt wieder zurück zur Garage. Und ganz wichtig, Leute, falls ihr mehrere Ebenen in diesem Gebäude habt, wählt es auch genau die Ebene aus, wo das Fahrzeug stammt. Also in meinem Fall ist es einfach die oberste Arena-Ebene und ich drücke hier auf Bestätigen. Und Leute, ihr werdet merken, dass ihr so einen richtig verbuggten Ladescreen habt, das einfach nur noch flackert. Sehr gut, denn als nächstes müsst ihr einfach nur aussteigen, denn ihr fallt jetzt durch die Map und spawnt wenig später wieder an der Oberfläche. Seid jetzt an der Oberfläche gespawnt, Leute, müssen wir jetzt den RC Bandito bzw. RC Tank anfordern. Habt ihr den RC Bandito angefordert bzw. RC Tank, drückt jetzt hier einfach Dreieck. Und jetzt genau aufpassen, Leute, denn wir müssen jetzt, sobald wir hier mit dem Charakter spawnen, blinkend spawnen. Und dieses blinkend spawnen sagt uns, yo, wir sind ready für den Giftcast to Friends, wir sind fertig verglitcht. Und das komplett solo, Leute. Deswegen, Leute, vergesst nicht, den Like-Button zu drücken. Aber gut, in meinem Fall hat alles wunderbar funktioniert. Das bedeutet, ich kann mich jetzt mit meinem Freund treffen für den Giftcast to Friends. Die Location des Giftcast to Friends ist genau die hier. Ihr müsst genau hier hinfahren, Leute. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute, dass ihr genau hier den Glitch jetzt machen werdet. Und sagt natürlich auch ein Freund auch, ey, yo, komm mal bitte hier hin mit dem Fahrzeug, was ich gerne von dir haben möchte. In meinem Fall ist es der Yoga Custom. Sehr schön, Leute. Seid jetzt angekommen, schaut jetzt erstmal beide zur Wand, denn wir bestellen jetzt unseren MOC zu uns. Das bedeutet, wir öffnen das Interaktionsmenü, gehen auf Sonderfahrzeuge und bestellen unsere mobile Kommandozentrale. Und warum schauen wir es gegen die Wand? Naja, ganz einfach, Leute. Damit der MOC direkt hinter uns spawnt. Denn falls ihr nämlich direkt dahin schaut, dann wird er nicht da spawnen, sondern echt weiter weg. Und das ist schon ziemlich unpraktisch. Deswegen schaut beide gegen die Wand, dann könnt ihr anfordern und spawnt auch alles in eurer Nähe. Aber gut, Leute, wenn euer MOC zu euch gespawnt ist, dann müsst ihr auch das Fahrzeug bestellen, was wir für diesen Glitch verlieren können. In meinem Fall steht es ja auch im MOC. Das bedeutet, ich öffne wieder das Interaktionsmenü, geht auf Sonderfahrzeuge, mobile Kommandozentrale und hier persönliches Fahrzeug anfordern. So, ist das Fahrzeug jetzt geliefert worden, was wir diesen Glitch verlieren können, steigt jetzt einfach in dieses Fahrzeug ein. Und ganz wichtig, Leute, euer Freund steigt auch mit ins Fahrzeug ein, aber öffnet dann das Optionsmenü, so gesehen, dass er die Karte sieht. Ganz wichtig, und er lässt es jetzt auch einfach offen. Hat euer Freund das gemacht, können wir jetzt mit unserem Fahrzeug wieder zurück zu unserem MOC fahren. Und sobald ihr die rechte Pfeiltaste drückt hinten am MOC, werdet ihr merken, dass ihr kurz gefreezed seid. Aber auch nur so lange, Leute, bis euer Freund rausgeschmissen wurde. Wurde euer Freund rausgeschmissen, fahrt jetzt einfach ein paar Meter zurück. Denn ganz wichtig, sobald ihr aus dem Fahrzeug aussteigt, müsst ihr den blauen Kreis sehen können, wenn ihr zu Fuß seid. Ganz wichtig. Falls ihr diesen blauen Kreis nicht seht, dann müsst ihr ein paar Meter weiter zurückfahren oder irgendein anderes Straßenfahrzeug oder sonst irgendwas blockiert, so gesehen, die Einfahrt. Also in meinem Fall sehe ich jetzt den blauen Kreis, also klappt alles. Denn als nächstes, Leute, müssen wir jetzt einfach einen Story-Modus-Charakter auswählen. Das bedeutet, wir halten die untere Pfeiltaste gedrückt und wählen hier Franklin, Trevor oder Michael aus. Gut, in meinem Fall habe ich nur Franklin, aber ihr versteht, was ich meine. Ihr werdet jetzt eine Meldung in GTA erhalten und diese Meldung brecht ihr einfach mit Kreis ab. Und Leute, ganz wichtig, das mit dem Story-Modus-Charakter müsst ihr bei jedem Versuch machen, den ihr mit dem Giftcast to Friends macht. Sprich, wenn ihr irgendwie Fehltry habt und es nochmal neu machen möchtet, müsst ihr das mit dem Story-Modus-Charakter auf jeden Fall nochmal machen. Wirklich wichtig. Okay, Leute, habt ihr jetzt die Fehlermeldung in GTA mit Kreis abgebrochen, gehen wir es einfach zu Fuß zu unserer mobilen Kommandozentrale. Und ganz wichtig, Leute, wir gehen es hier auf alleine beitreten. Seid ihr jetzt auf alleine beitreten gegangen, werdet ihr merken, dass ihr nun endlich einen Ladescreen habt. Um aus diesem unendlichen Ladescreen wieder rauszukommen, könnt ihr ungefähr nach 5 bis 6 Sekunden auch wieder die untere Pfeiltaste gedrückt halten und wählt einen Story-Modus-Charakter aus. Aber Leute, ihr seht das nicht. Das bedeutet, ihr müsst das so gesehen nach Bauchgefühl machen. Wenn es beim ersten Try oder zweiten Try nicht klappt, Leute, nicht verzweifeln, einfach so lange machen, bis ihr den Story-Modus-Charakter auswählen könnt. Auf einmal wird bei euch eine Fehlermeldung erscheinen. Ey, yo, bist du sicher, dass du einen Story-Modus möchtest? Diese Meldung brechen wir auch mit Kreis ab. Und ihr werdet merken, Leute, dass sie unsichtbar auf der Straße spawnt. Und jetzt muss es schnell gehen, Leute, denn ihr müsst jetzt zum Fahrzeug hinrennen, was euer Freund euch hingestellt hat, was ihr gerne haben möchtet. Sprich, ich renne jetzt hier zum Yoga Custom, steige ein und zack, boom, bam, Leute, das Fahrzeug gehört jetzt mir. Wie geil ist das denn, bitteschön? Und nein, Leute, euer Freund verliert das Fahrzeug natürlich nicht. Wenn ich jetzt hier rausfahre, werdet ihr sehen, dass wir jetzt beide das exakt selbe Fahrzeug haben. Wie cool ist das denn, Leute? Und am besten solo verglitschen. Einfacher geht's doch kaum, Leute. Deswegen, Leute, macht diesen Glitch, solange er noch funktioniert. Aber, Leute, mal ein ganz anderes Thema.
Falls ihr auch mal hier so ein gemoddetes Fahrzeug haben möchtet, zum Beispiel hier den Yoga Custom MF1 oder Bennys Version oder andere gemoddete Fahrzeuge, dann joint auf meinen Discord-Server und verpasst keinen Gift Custom Friendstream mehr von mir. Aber gut Leute, das waren die letzten Worte zum Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen bzw. weitergeholfen. Wenn ja, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben da lassen könntet. Und für die Leute, die ich immer noch nicht abonniert haben, warum nicht? Der Glitch funktioniert doch so. Let's go! Aber ich bin raus, Leute. Euer Wombat. Ciao!